Und die freundliche Ansage. Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich darf euch alle ganz recht herzlich begrüßen zu unserer Mittwochssendung, zu unserem Team, zu unserem Konzeptvorstellung. Vielleicht schaust du dir auch die Aufzeichnung einfach an auf YouTube oder kriegst sie zugeschickt oder wie auch immer. Auf jeden Fall darf ich euch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich ganz besonders heute. Ich bin so ein bisschen auch aufgeregt. Ich habe auch so ein paar Sachen neu und ich bin total gespannt. Ich sehe auch total coole neue Gesichter, über die ich mich extrem, ehrlicherweise, extrem freue. Und ich sage, wir starten jetzt einfach mal, die Reise. Und ich habe hier zu Beginn mal ein Foto exemplarisch von unserem Team, vom Team Life Change nochmal drauf gemacht. Und da seht ihr so alle Arten von, von Menschen, allen Alters, aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Und wir repräsentieren das Team Life Changer und die Idee ist halt einfach, dass hier ganz viele verschiedene Leute sind, die eins oder ein paar Sachen gemeinsam haben. Es sind alles positive Leute, die was verändern wollen, zum Teil schon viel verändert habe, schon ganz viel verändern konnte und auch noch viel auf vorhabe. Und das ist total spannend, das fällt echt auf. Es sind alles wirklich, wirklich tolle, offene, positive Menschen und da bin ich echt total dankbar dafür. Ich stelle mich direkt auch gleich nochmal vor. Ich bin der Frank Helmle. Ich bin gestern 44 Jahre alt geworden. Das sind unsere Mädels. Ich habe mittlerweile eine kleine Family. Wir haben zwei Mädels. Die ganz kleine ist die Eliana, die ist 3. Und die große ist die Jemima, die ist 7. Die ist jetzt in Schule gekommen. Und das ist die Deborah, meine Frau. Genau. Jetzt muss ich gerade gucken, ist noch irgendwo ein Mikro auf? Ist noch eins auf dem Michael? Genau, sein Mikro war noch auf. Okay, so, Leute, ich mag euch so ein bisschen auch meine Reise natürlich erklären. Man kann aber auch sagen, so ein bisschen long story short. Ich bin selber, aber ich habe doch sogar noch ein Bild. Ich habe doch noch ein Bild. Ach ja, genau, wir machen es so. Wir sprechen erstmal über die Philosophie des Leuchtsterns. Ich habe einiges neu gemacht und unser Logo, das repräsentiert in zweierlei Hinsicht, sage ich jetzt mal ganz speziell, Themen, die wir einfach vermitteln möchten. Und das erste ist die Grundphilosophie. Leute, guck mal, das sind die Mehrwerte. Wir haben uns vor kurzem mal zusammengesetzt und haben wirklich mal geguckt, was sind denn tatsächlich die Mehrwerte, die uns auszeichnen. Und man kann für jeden Zacken des Sterns, das heißt wirklich Zacken, den Norbert und ich, wir haben gegoogelt, sind es Kante, sind es Ecken oder Spitze? Die Definition ist tatsächlich Zacken. Und jede dieser 5 Zacken repräsentiert was. Und natürlich Gesundheit. Wir sind seit viele, viele, viele Jahren in dem Thema versiert, spezialisiert und super dankbar einfach, dass wir da unheimlich viel bewirken können. Jeden Tag. Vielleicht kennt ihr schon unseren Telegram-Kanal mit Erfahrungsberichten. Das ist so irre wie der Ball Platz. Da kommen jeden Tag fast neue Berichte rein. Also geht es bei uns natürlich vor allen Dingen erstmal ums Thema Gesundheit und ganz, ganz viel Partner. Ja, starte einfach auch wegen der Gesundheit. Das ist tatsächlich so, ja. Wir haben aber noch mehr. Ja, wir können auch über das Thema Finanzen einfach ganz, ganz viel tolle Sachen ermöglichen. Finanzielle Unabhängigkeit habe ich jetzt mal hingeschrieben. Das bedeutet für jeden natürlich ein bisschen was anderes. Ja, für die eine Familie ist Unabhängigkeit, wenn man vielleicht nebenbei 500.000, 1.500 Euro nebenher verdienen kann. Jemand anders braucht deutlich mehr. Jemand anders wiederum ist mit weniger zufrieden. Es ist ganz arg viel möglich, da gehen wir heute auch so ein bisschen drauf ein. Wir flippern einmal durch unser Portfolio, wir flippern einmal durch, was wir eigentlich so jeden Tag machen im Team Life Changer. Ein ganz großes Thema ist das Thema Zeit. Ja, es gibt Leute, die sagen, oh, ich bin gesund, finanziell alles perfekt, aber mir fehlt einfach die Zeit für meine Kids oder für mich selber vor allen Dingen. Ja, ich glaube, jeder, der irgendwo Family hat, der in einer Beziehung ist, spätestens wenn Kinder auch am Start sind, dann ist das Thema Zeit für sich einfach ein großes Thema. Und so ein bisschen alle Bälle immer in die Luft zu halten, dass niemand zu kurz kommt, ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen heutzutage. Und da haben wir einfach auch eine ganz tolle Möglichkeit mit unserem Geschäftsmodell. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Stichwort einfach passives Einkommen, das ist einfach total genial. Ja. Anerkennung. Ein Riesenthema, ein ganz großer Mehrwert, sehr, sehr schnell erreichbar. Ihr habt ja auch bestimmt schon mal unsere Autos gesehen. Ich war gerade mal schnell tanken mit dem Auto, bevor ich jetzt hier im Büro nochmal war.
Und neben mir hat einer mit einem riesen Lastwagen geparkt, fast so ein Sonderlastwagen, wie der Norbert immer fährt. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Sympathische Kerle, der hat zwei Dosen Fürstenberg und eine Vespa gekauft. Und dann habe ich gedacht, ho, den muss ich mal ansprechen. Oder? Wir haben ja gemeinsame Leidenschaft. Und dann, ja, habe ich einfach gesagt, du, darf ich dich was fragen? Da wollte ich schon in den Lastwagen schon die Tür wieder zumachen. Total nette Kerle. Und dann sagt er, na, habe ich gesagt, na, ob er vielleicht offen ist, ob er, ich habe das Nummernschild gesehen, wo er herkommt in der Region, sind wir ein bisschen am Aufbau. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und habe gesagt, du, unsere Autos, hast du die bestimmt schon mal gesehen? Sagt er, ja, die sieht er überall immer wieder fahren. Dann sage ich, genau, das sind die, die gibt es bei uns. Und das Thema Anerkennung über die LR-Autos ist einfach eine geniale Geschichte, ist natürlich weitaus mehr noch Anerkennung möglich, aber vor allen Dingen, ich sag mal, der erste Step, so ein Auto zu kriegen, für ganz im Endeffekt wenig, ist schon mal für viele mega toll. Persönlichkeitsentwicklung, das ist so, jeder, der vielleicht auch ein bisschen länger uns verfolgt, denke ich auch was der geheime Diamant ist. Also es macht mir persönlich, ich bin jetzt seit fast 20 Jahren dabei, am meisten Spaß, mich selber natürlich zu entwickeln und Partner und Freunde mitzuentwickeln. Und zu sehen, was da so Persönlichkeitsentwicklung einfach passiert tatsächlich. Also das ist echt irre. Das ist einfach geil und das Ganze kostenlos. Ja. Also ihr seht schon, dieser Mehrwertestern, da könnte ich so lange drüber quatschen, ich bin so begeistert. Aber da haben wir es mal so ein bisschen in grobe Themen zusammengefasst. Ja, das ist so ein altes Bild von mir, früher noch, 2004. Ich sehe jetzt auch gerade, dass hier der Jürgen mit dabei ist. Gell, Jürgen? Ganz geil, Jürgen. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen dran gedacht, dass du hast ja Bäck gelehrt und ich war ja Konditor und wir haben uns ja gelegentlich getroffen auf dem bei der Gewerbschule, gell? Haben wir jetzt erstmal getroffen und dann haben wir, glaube ich, erstmal eine Zigarette geraucht miteinander noch, gell? Als 15-, 16-Jährige und so. Das war voll geil. Also, ich freue mich tierisch, dass du heute auch einfach mal zugucken magst. Und so, das war mein Ding früher, Konditor. Und ich wurde über meinen Bruder Michael angesprochen, LR mir mal anzuhören. es war keine romantische Geschichte. Jeder, der sich denkt, ja, das war so alles traummäßig und super easy. Also der Michael, der hätte es echt nicht leicht gehabt. Ich glaube, ich war der Worst Case gegenüber, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, der Michael war ganz begeistert und hoch euphorisch, hätte mir gerade erklären wollen. Er war ja Bäcker. Wow, guck mal da, ich habe was Geiles und ganz toll. Guck mal für dich, Düfte und so. Und ich habe gesagt, Michael, sei mal böse, aber ich glaube, du hast ein Rad ab. Ich bin Heavy-Metal-Fan. Ich bin alles andere als irgendwas mit Parfüm und Kosmetik. Und weiß der Geier, was du doch von mir willst. Und für mich war sofort die Schublade zu, der Rohlader und was man sonst schon alles zumachen kann. Und ich habe gesagt, hier, leave me alone. Und dann habe ich ihn echt ein, zwei Jahre völlig ignoriert. Ich fand es strange, ja, dass der damals war im Jahre 2002, dass der rumgerannt ist mit so einem Parfümböchsle und so und uns in der Backstube mit Parfüm angesprüht hätte. Und ich habe sofort Kopfkino. Ja, muss ich sowas dann auch machen? Und was ich so, oje. Und zwei Jahre später etwa bin ich dann tatsächlich auch gestartet. Ganz banales Thema. Wieso? Weil der Michael mit dem nigelnagelneue LR Mercedes bei uns in der Bäckerei gefahren ist. Ich werde es nie vergessen. Er hätte zwar angekündigt, dass er das macht, aber so richtig abgenommen habe ich es mir ehrlich gesagt nicht. Das war dann tatsächlich so. Und irgendwann muss ich dann zugeben, scheiße, also Michael, Chapeau, ich glaube, du machst irgendwas besser als ich. Und dann haben wir auch später auch mal ein wenig Bier getrunken bei ihm. Ein Kumpel war noch dabei, der Christian Schreiner. Und man konnte es nicht fassen, als er erzählt hat, ja, mit seinem Neben, also der Michael hat einen neuen Berufsweg eingeschlagen, hat studiert. Und mit seinem Nebenjob über LR hat er damals über 2000 Euro neben dem Studium her finanziert. Manchmal hat er noch in der Backstube ein bisschen mitgejobbt und ich konnte es nicht fassen, weil ich als Konditor im Monat knapp 1100 Euro hatte. Und der Michael hat fast doppelte plus Geschäftsauto und ja, vor allen Dingen, was mir am meisten imponiert hat, er war sein eigener Chef und ich war immer auf der Suche, mein eigenes Ding irgendwo zu machen, mich so ein bisschen, sagen wir, selbstständig, aber ich wusste nie so richtig mit was. Und klassische Selbstständigkeit als Bäcker oder sowas war für mich nie eine Option, weil ich in einer Bäckerei aufgewachsen bin, weil ich gewusst habe,
was das bedeutet mit Personal, mit laufende Kosten, mit rund um die Uhr Ärger, mit was weiß ich eben alles. Und am Ende des Tages ist auch unser Vater auch mit 42 gestorben. Herzinfarkt vom Stress. Für mich war also klar, selbstständig mit Bäckerei, Kaffee oder wie auch immer, für mich keine Option. Aber was machst du denn dann? Ja? Und deswegen war für mich das dann so ein Flash, wo der Michael dann zeigt hat. Und ich habe dann auch gefragt, ja Michi, sag mal ganz ehrlich, was machst du denn dann da? Ja, er schwätzt mit Leuten, spricht über Gesundheit. Das war da ganz neu, als wir die Aloe kriegten 2002. Also kein Vergleich zu dem, was wir heute am Start haben. Einfach nur mit Leuten schwätze, ihnen erkläre, was einem selber gefällt, Produkte zeige, Geschäftsmöglichkeit erkläre und die möchte, denen hilft man weiter und der Rest lässt man in Ruhe. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, das kann ich ja auch mal probieren. Ja? Im schlimmsten Fall bleibe ich in der Bäckerei und bleibe Konditor. Alles easy, läuft ja, aber ich kann es mal austesten. Und so ging dann die Reise los. Schwuppsdiwupps sind dann ja 19 Jahre vorbei und ja, heute bin ich Goldorgelader auf dem Weg zum Platin. Und mit ganz, ganz, ganz viel Freude immer am Start, ich würde sogar fast sagen, mit so viel Freude und Leidenschaft und Leichtigkeit wie noch nie. Ich glaube, das spürt man auch. Und es ist eine ganz tolle Zeit, auch bei uns reinzuschnuppern, es auszuprobieren, die Produkte sowieso. Und vielleicht, wenn es euch so grundsätzlich ein bisschen anteasert, ich flippe es heute auch mal durch, vielleicht ist es sogar auch ja, die Geschäftsidee oder unser Konzept für euch auch interessant. Also die Zeit war noch nie so günstig dafür wie jetzt. Unsere Gesundheitsmehrwerte, also warte mal, die hatte ich ja schon, genau, warte mal, das ist ja der falsche Gang, ich habe den Rückwärtsgang drin. Hier, die eierlegende Wollmilchsau, die wollte ich unbedingt noch mit reinbringen. Die wollte ich unbedingt drin haben, die eierlegende Wollmilchsau. Und es ist tatsächlich eine eierlegende Wollmilchsau, die man so nirgends anders findet. Ich habe zumindest noch keine andere Gelegenheit gefunden, wo man so viele Punkte easy zusammenbringt. Deswegen habe ich die eierlegende Wollmilchsau drin. So, kommen wir zu unserem Hersteller, das ist die Firma LR. Ganz viele kennen es schon, viele haben früher schon mal Produkte benutzt oder nutzen sie aktuell. Man kann es super easy erklären, was ich auch immer mache. Vor Ort trinke ich einen schnellen Schluck Wasser. Und zwar, Leute, die Firma steht in Nordrhein-Westfalen, in Aalen oben, also das ist so direkt bei Hamm, Wahrendorf. Und 1985 haben zwei Kollege die Idee gehabt, komm, wir machen Direktvertrieb, wir machen quasi Unternehmen auf, was Produkte selber herstellt, aber auch selber gleichzeitig der Vertrieb macht. Also Produkte, die du nirgends im Geschäft kaufen kannst. Du kannst beispielsweise einen LR-Duft nirgends im Douglas oder irgendwo beim Yves Rocher oder was weiß ich, beim Rossmann kaufen. Das gibt es tatsächlich eben nur über den LR-Partner. Und ja, ich habe schon erzählt, mittlerweile macht der Gesundheitsbereich der allergrößte Anteil. Wir sprechen heute von ca. 90% Umsatzvolumen, was wir machen. Wir sind mittlerweile in weit über 30 Ländern auf der Welt tätig und überall in Summe ist der Gesundheitsbereich ca. 90% vom Umsatzvolumen, was wir fahren. Das sind so roundabout 400 Millionen, 400, ja, ich schätze mal 400 bis 450 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Aktuell sind drei neue Märkte dazugekommen. Wir haben, oder vier sind es, ja, also Großbritannien, jetzt wie viele Länder sind es? Jetzt will ich mich nicht blamieren. Was ist Schottland, Irland, was ist es noch? England natürlich. Ich muss immer an Manowar denken, Ireland, Scotland und Wales. Und ja, ihr könnt in alle Länder, was ziemlich cool ist, euer Geschäft auch aufbauen, ohne dass ihr selber vor Ort sein müsst. Ja? Ich habe zum Beispiel Partner in Russland, in Rumänien, in der Schweiz sowieso. Jetzt auch schon die erste eben in England. Und das baut sich so nach und nach auf und ihr könnt alles von zu Hause aus machen. Das macht mega, mega Spaß. Ganz wichtig auch noch, keine Tierversuche. Super, super wichtig. Wir haben alle Produkte immer zertifiziert über mehrere unabhängige Institutionen. Beispiel, ich glaube, der prominenteste ist das Institut Fresenius. Das kennen ganz viele. Ja, und eben Made in Germany ist ja sowieso immer eine gute Sache. Dann haben wir verschiedene Promis auch mit dabei. Also Bruce Willis, Guido Maria Kretschmer, den kennt ihr natürlich vom Fernsehen. Und die Idee Fabrikverkauf ist auch viele bekannt. Ja. Ich erkläre es auch immer, Fabrikverkauf. Wenn jetzt nach Metzingen fährst,
Das kennt doch bestimmt nur der Stefan, oder? Das ist doch bei euch der Werksverkauf, gell? So ganz in der Ecke, wo du früher herkommst, so deine Heimat. Da kriegst du natürlich direkt günstiger Geschichte, die du im Einzelhandel normalerweise sehr viel mehr dafür bezahlst, weil du über Fabrikverkauf halt die Werbung enthältst. Und sagen wir mal, ganz schnelles Beispiel: Wenn ich jetzt beim Douglas ins Geschäft stehe und dort ein Eau de Parfum, Beispiel jetzt 50 Milliliter, hole, dann zahle ich im Schnitt 100 Euro, sage ich jetzt mal. Und die 100 Euro, die kommen zustande, weil natürlich Einzelhandel, also erstmal kommt der Hersteller, dann kommt die Spediteure, dann kommt das Großhandel, dann kommt der Zwischenhandel, dann wird Werbung in den Medien, in Print, in Fernseh, TV etc. Dann werden die Mitarbeiter bezahlt, die Lademiete, die Pacht. Und am Ende gibt die Summe diesen VK. Und wir haben im Endeffekt einen sehr kurzen Weg. Wir haben direkt LR als Hersteller und uns als LR-Partner als Bindeglied. Und das war's schon. Ja. Und diese gesparte Position, die kannst du halt wunderbar in die hohe Produktqualität einfach rein investieren. Deswegen sind wir Beispiel jetzt bei Aloe, bei alle Aloe-Produkte. Leute, das ist der Hammer. Bestellt euch mal die Handcreme, egal was. Wir haben die höchsten Anteile von Aloe auf dem Markt. Das ist sensationell. Wer einmal eine Handcreme benutzt, Erste-Hilfe-Spray oder whatever, ihr werdet begeistert sein. Und so ist halt wirklich, du kannst blind in den LR-Shop rein, sagen Sie mal, reingreifen in den Katalog, dir was bestellen. Du wirst keine Bananeprodukte kriegen, die nichts taugen. Die Fliege, das ist sowas, haben wir gar nicht drin. Weil im Direktvertrieb ist so, ihr kennt es, im Direktvertrieb funktioniert es immer nur, wenn das Produkt mega ist, weil das im Endeffekt unsere Werbung ist. Schaut mal, ich habe es euch hier. Ihr kennt die Kollegen da. Das sind also, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt mal Teamwork Marketing nachgeschrieben. Das ist alles so klassisch Direktvertrieb. Tupper bekannt, jeder hat was daheim. Thermomix, kennen alle. Das sind alles so Geschichte. Und ihr wisst, wenn ich vom Direktvertrieb ein Produkt bestelle, dann ist es einfach sehr gut. Weil wenn ich jetzt irgendwas bestelle und es ist total von der Qualität her, taugt nichts, dann bestellst du es nicht mehr. Und das war's. Game over. Wenn du dann keine Werbung in den Medien hast, dann läuft es halt nicht. Und deswegen auch cool, liegen wir hier in diesem Bereich drin, weil es immer Wachstumsmärkte sind. Und Leute, ich sag's euch, ich bin jetzt ja fast 20 Jahre dabei. Es ist so eine geile Zeit, wo die Menschen mittlerweile so offen sind für Naturheilverfahren. Ich drehe durch. Ihr merkt es, weil ich bin echt ewig dabei. Ich weiß, so die ersten Jahre, dann hast du mit den Leuten geschwätzt und dann war so, jo, Heilpraktiker, oh, was sind das für Indianer, ne? Die Leute, wie auch immer. Und heutzutage rennen die Leute oft sogar zum Teil noch, bevor sie zum Schulmediziner gehen, zum Heilpraktiker und sie gucken, was gibt es denn für Alternative. Und es liegt mir absolut fern, eine Position zu beziehen und sage, das ist gut, das ist schlecht, mach das ja nicht oder so. Aber ich glaube, die Kombination aus aller Welten ist immer ganz gut, dass man sich das holt, was einem tatsächlich auch weiterhilft. Und Gesundheit ist der Hammer. Leute, du rennst mittlerweile offene Türe ein, egal mit wem ich mich unterhalte. Und ich glaube mir, ich unterhalte mich mit brutal vielen Menschen jeden Tag. Egal mit wem ich drüber spreche, Thema Stoffwechsel, Thema Darm, Thema Säure-Base-Haushalt, es sagt fast jeder, kenne ich, schon mal probiert, muss ich machen, will ich machen, glaube ich sofort. Der Hammer. Deswegen sind diese Bereiche hier einfach, einfach wunderbare Bereiche. Und unser Konzept zeige ich euch direkt mit dem nächsten Beispiel. Vorher möchte ich euch noch eins erwähnen. Guck mal, die Kollegen hier, die haben alle ein System. Ich sage es jetzt mal, Stichwort Wohnzimmerverkauf. Ja? Ihr alle kennt es, Tante Clara lädt fünf Freundinnen ein und die Tupper-Partnerin Ulrike kommt und macht dann Abend und dann wird Umsatz gemacht im Wohnzimmer. Alles gut. Und dann wird dort quasi steht der Verkauf im Fokus. Okay? Bei uns läuft es anders. Wir haben kein Verkaufsparty-Konzept. Das ist nicht unsere Idee. Wir sind Direktvertriebler, aber wir machen es noch viel, ich sage es jetzt einfach mal, viel geiler. Und zwar, genau auch das habe ich drin. Schau mal, warum denn genau solche Produkte? Warum haben wir denn welche Dusche auch noch mit drin? Auch ein riesen Vorteil. Du hast kaum Erklärungsbedarf, ja. Also fast jeder kriegt hin, Handcreme zu benutzen. Ja, ich muss auch niemandem erklären, wie ein Parfüm geht. Doch, ich gebe immer einen Tipp, wenn man so Pröble mal aus unserer Duftbox rausnimmt,
guck bitte, dass das Löchle, wo der Duft raus, nicht in dein Auge zielt. Ich habe mir selber schon ein paar Mal ins Auge geballert beim Duftsprühe-Testen. Also Leute, ja, ansonsten, man braucht wirklich nicht viel Wissen mit Darm- und Stoffwechsel. Da haben wir aber wirklich perfekte Coachings und auch einfach super Bücher, Dr. Del B. und so. Und ich feiere es auch, dass wir ein einfach verständliches Konzept haben. Das werdet ihr gleich sehen. Da sind wir schon echt stolz auf. Das ist das, was wir in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, gerade im Gesundheitsbereich. Und das Schönste überhaupt, meine lieben Freunde, das Schönste überhaupt ist das hier unten, die Produkte verbrauchen sich. Ja? Ich sag's euch, ich weiß nur, wie heute, wo der Michael mir ganz begeistert das LR-Geschäft erklärte, dann sagt er, und dann sage ich, Mensch, Michael, könnte es keine Heavy-Metal-CD sein? Da könnte ich doch viel mehr dahinter stehen. Das wäre doch für mich jetzt, ne, damals mit 25, viel geiler so als Produkt. Und dann sagte Michael, ja, das Problem ist halt, Heavy-Metal-CD, die verbraucht sich halt nicht. Verstehst du? Da muss ich ja warten, bis die Band vielleicht wieder ein neues Album rausbringt, ein Jahr später oder zwei. Aber mit einer Zahncreme, mit einer Handcreme, egal welches Produkt, alle verbrauchen sich. Und wenn der Kunde sagt, boah, Mensch, du bist eine Handcreme, die ist jetzt bald alle, ich buche wieder, dann hast du wieder Folgeumsatz. Und das ist der ganz, ganz große springende Punkt. Gleich, wenn wir zum Geschäftsmodell auch kommen, nämlich dieses passive Einkommen, was du dir aufbauen kannst. Wir sprechen natürlich gleich auch über den Gesundheitsbereich im Wesentlichen. Aber ich möchte es nicht versäumen, euch auch das zu erklären, weil es wichtig ist, weil es eine tolle, tolle Möglichkeit ist. Und dieses passive Einkommen, was man sich einfach aufbauen kann, dieses zweite Einkommen nebenbei, was läuft, auch wenn du mal gar nichts dafür machst oder krank vielleicht wirst. Gut, LR-Partner wäre in der Regel krank. Aber im Endeffekt, wirklich, wenn du sagst, ich bin im Urlaub, ich habe gar keinen Bock, was zu schaffen, das Geld kommt ja trotzdem, weil die Produkte sich alle verbrauchen und die Partner bestellen ja alle zum Einkaufspreis direkt bei der Firma. Dann hast du ja kein Geschäft damit, da bestellt ja jeder für sich, wie er es jetzt gerade braucht. Und du wirst wieder verprovisioniert. Im Endeffekt ist es halt cool, dass du dir ein Einkommen aufbaust, was sich immer wieder neu ausgeschüttet wird, ohne dass du aktiv oder neu dafür was schaffen musst. Ja, also ich habe es damals auch so gesehen, ja klar, wenn ich vom Montag bis am Samstag in der Backstube stand und sag jetzt mal, man schafft ja immer aufs Wochenende hin und guckt dann, dass am Samstag die ganze Kuchen alle da sind im Kühlraum, ne, wenn das Wochenendgeschäft kommt, dann werde ich die Woche über bezahlt sozusagen für die ganze Kuchen, die ich da gemacht habe. Wenn die aber verkauft sind und die Kühltheke nachher leer ist, dann habe ich ja nichts mehr davon. Und beim LR-Geschäft ist es halt cool, du wirst immer wieder und immer wieder und immer wieder dafür bezahlt für dieselbe Arbeit. Und das ist natürlich spannend. So funktioniert es. Jeder, der sich eine LR-Kundekarte holt, kriegt die Produkte zum selben Einkaufspreis. Das ist ganz arg wichtig. Jeder LR-Partner bezahlt dieselbe Einkaufspreis. Ja, ob jetzt ich was bestelle oder der Nobby oder die Adi, wer auch immer, alle LR-Partner bezahlen dieselbe Einkaufspreis. Es gibt auch keinen Unterschied, ob mein LR-Partner so eine Karte sich holt, bloß weil man sagt, ich nutze nur die Produkte zum EK und mehr nicht. Oder ob man sagt, oh, ich finde die Geschäftsidee cool und ich bin auch dort aktiv. Das spielt keine Rolle. Wir starten alle gleich. Man holt sich eine LR-Partnerkarte und jeder kann damit anstellen, was er will. Ja, ganz viele bestellen tatsächlich bloß 3-4 Mal im Jahr, andere aktiv. Völlig Schnuppe. Man kann auch jederzeit wechseln. Ja. Viele sind bei uns 10 Jahre dabei, jetzt wie Taifun und Adi, die da sitzen, waren 10-12 Jahre aktiv. Dann Family, Aufbau, Kinder, Häuslebau, Pause und dann wird er weitermachen. Alles erlaubt, alles super, alles möglich. Und wichtig ist, es funktioniert so. Guck mal, der erste Weg ist, wenn man diese Kundekarte sich bei LR holt, dann ist automatisch, auch wenn man tatsächlich nur mit Darmstoffwechsel für sich startet, auch hier ist ein Kundeshop mit drin, eine Homepage mit dabei. Die kann man, wenn man will, aktivieren. Ist ganz easy, Bild hochlade, die Domain, noch einen Namen dranhängen und fertig ist der Lack. Und wenn man irgendjemandem was weiterempfehlen will, dann kann man sagen, du Hans-Peter, wenn dich das interessiert, ich schicke dir per WhatsApp mal meinen Kundelink rüber, meinen Shop-Link, dann kannst du bestellen. Und wenn der Hans-Peter sich was bestellt, dann zahlt er der UVP, also der Katalogspreis. Und es sind sozusagen
30% oder Clara heißt sie heute, ne? Das sind im Endeffekt 30% Unterschied zwischen Partner-Einkaufspreis und empfohlene Verkaufspreis, Katalogspreis sind 30% Unterschied. Wenn jetzt die Clara was bestellt, dann zahlt sie den Katalogspreis und ihr bekommt von der Firma, wenn ihr das machen wollt, dann die 30% sozusagen direkt überwiesen, immer am 15. am Folgemonat. Kann man machen. Wichtig ist, jedes Produkt im Portfolio hat einen Punktewert und der hängt davon ab, was es natürlich kostet im EK, ne, im Herstellungsprozess, im Einkaufspreis. Und diese Punkte, das sind das Spannende. Ich habe mal so Säckle gemacht, ja, im Badische gibt es ja Säckle. Und ihr müsst euch mal überlegen, wenn ihr jetzt bei LR ein Produkt bestellt, ich habe nur so mal ein Rechenbeispiel, das verändert sich natürlich immer leicht, ja, ihr wisst ja, Inflation und Währung und bla, aber so im Großen und Ganzen kannst du sagen, 1 Euro Produkt Einkaufspreis bestellt sind 2 Punkte, die du auslösest. Siehst du, wenn du im Shop was bestellst, statt dich, dann steht schon da eine Flasche Aloe Vera, sage ich jetzt mal Beispiel, 30 Euro, 65 Punkte zum Beispiel oder irgendwie so, ne? Sieht man. So Leute, und jetzt wären wir zu den Punktesammler, weil das ist das ganz Geniale. Und zwar, das ist das, was ich mache seit 20 Jahren. Das Shop, ehrlich gesagt, benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Ich mache immer eines, ich gebe jedem einfach den Einkaufspreis weiter. Das macht mir am allermeisten Spaß. Da freuen sich die Leute, weil sie, wie gesagt, Geld sparen, dasselbe Kurs haben wie ich. Und das Spannende ist, alle Punkte, jetzt müsst ihr mir erstmal zuhören, ich erkläre es euch gleich, alle Punkte, die entstehen, auch wenn du jemanden direkt die Karte weiterempfiehlst, der selber quasi LR-Partner wird, wenn der was bestellt, dann werden auch diese Punkte bei dir mit drauf gebucht. Und wenn er, seine Nachbarin Kerstin oder sein Kumpel Klaus auch zu LR registriert und die bestellen auch was, die kennst du ja gar nicht, vielleicht vom Sehen, dann werden diese Bestellungen auch mit in dein Punktesäckle mit rein, sozusagen rein gebucht. Rechnet sich immer monatlich, immer vom 1. des Monats bis zum 30. oder 31. des Monats. Ja, um 23.59 Uhr ist dann Ende Gelände. Und das ist natürlich extrem krass, weil es ist grenzenlos. Ja, das heißt bei mir, ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie viel sind, ich schätze jetzt mal so circa 2.500 Partner sind es, die bei mir in meinem Netzwerk entstanden sind, kommen jeden Monat neue Wörter dazu. Manche hören auf, weil sie, keine Ahnung, manche Leute sind ja auch älter und sterben einfach, aber im Endeffekt hast du immer Wachstum. Und jetzt guck mal, Leute, das funktioniert ganz spannend. Das da bist jetzt du. Das ist der Martin. Der Martin holt sich eine LR-Karte, weil du den erklärt hast. Und der Martin hat denen 2 wiederum erklärt. Das hast du gerade mitgekriegt. Und die bestelle für 1.000 Punkte, was da unter die 2. Dann guckt der Martin in seine App oder auf seinen Umsatzbericht, kann jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit reinschauen und sieht, hey cool, da kommen 1.000 Punkte her. Wo kommt das her? Ich habe noch gar nichts bestellt diesen Monat. Oh, die 2 da unten, die haben was bestellt. Und du simultan guckst bei dir in den Umsatzbericht rein, guckst, oh, was ist da passiert? Oh cool, da sind 1.000 Punkte, wer war's? Oh, das war nicht der Martin, sondern das waren die 2 da unten. Das ist voll cool, du siehst exakt auch Name, wer, wo, wie, was, in welchem Land. Du siehst sogar, was haben sie bestellt, Duschgel oder Bodylotion, whatever, oder Aloe, total spannend. Ja. Und Michael beispielsweise, den hast du direkt vermittelt bei LR, wenn der 300 Punkte umsetzt, hättest du jetzt in diesem Beispiel 1.300 Punkte im Monat in deinem Punktesäckle drin, für die du eigentlich aktiv ja gerade bestellt hast. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist so nur mal so die Grundphilosophie mal so erklärt. Und dann gibt es immer am Ende des Monats, das ist ganz wichtig, gibt es einfach eine Geldausschüttung, sage ich jetzt einmal, das hört sich irgendwie blöd an, kriegst du halt einfach, je nachdem, wie viele Punkte in deinem Konto drin sind, kriegst du halt einfach Geld zurück oder kriegst du Bonus. Bonus ist das richtige Wort. Ich habe da nochmal Zusammenfassung, ganz einfach erklärt, geschwind. Schaut, alle Partner kaufen zum selben Preis ein. Deswegen ist Ganovo bei uns schlecht, die können nämlich nichts anstellen. Wie willst du jemand übers Ohr hauen, wenn er dasselbe Preis zahlt wie du, verstehst? Also das ist auch schon mal sehr, sehr cool. Dann alle Punkte, die deine Partner machen, werden bei dir gesammelt. Ob es Eigenbedarfler sind oder Geschäftspartner, ist wirklich ganz egal.
Dann viele bestellen nur zum Eigenbedarf, ist auch klar. Und eine Voraussetzung gibt es für die monatliche Bonusausschüttung. Das sind 100 Punkte Eigenbestellung, wo du für dich getätigt hast. Du musst keine 100 Punkte machen, aber wenn du keine 100 Punkte Eigenumsatz hast, dann bekommst du einfach die Boni auf deine Partnerumsätze nicht. Okay? Ich kann euch auch hier schon mal sagen, 100 Punkte hast du eh immer, weil du ja die Produkte selber nutzt. Du bist halt Banane, hast die LR-Karte und kaufst nach wie vor, sag ich so, deine Handcreme beim Rossmann, wo du mehr dafür zahlst und sie garantiert nicht so gut ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also deswegen alleine, wer sich wäscht und duscht, ist mit den 100 Punkten meistens schon mal auf der sicheren Seite. Okay, meine Lieben, dann haben wir das hier und jetzt gucken wir mal. Ich muss noch mal einen Schluck jetzt. Also, ne? So, und zwar, jetzt kommen wir zu dem hier, zum Mobilitätskonzept. Meine Lieben, guck mal, das hätten wir doch schon mitgekriegt, oder? Ganz ehrlich, wer hätte sie noch nicht rumdüsen sehen? Und das Schöne ist, dieses erste Junior-Manager-Auto, das gibt es tatsächlich schon ab 4.000 Punkte. Das hört sich natürlich jetzt viel an. Wow, 4.000 Punkte, wow, wow, wow. Ganz ehrlich, das sind 2-3 Tage, maximal 4 Wochen für jeden oder jede, die nebenberuflich bei LR startet. Also das sind im Endeffekt wirklich 2-3 Leute, die gesundheitlich für sich was machen wollen, bist du bei 4.000 Punkte. Und das ist eigentlich schon ziemlich, der Norbert und ich sind uns einig, eigentlich schon viel zu übertrieben. Ja, also das ist eigentlich schon krass, finde mir persönlich. Aber gut, das ist ja auch schön, sage ich jetzt mal. Aber mir finde eigentlich schon, das ist eigentlich schon fast schon zu viel, weil damals die ersten Junior-Manager-Autos, wo wir wissen, das waren Polos mit, glaube ich, 40 PS und das war auch cool. Und heute, du kriegst ja was weiß ich, was für ein Wahnsinnsauto führt. Das ist ja echt jetzt keine Aktion, sagen wir 4.000 Punkte aufbauen. Dann ab Junior-Teamleiter, wird es richtig cool, weil da ist schon einfach 1.000 Euro im Monat, da verändert sich die Lebensqualität für die Family, für einen selber. Gerade in Zeiten, wo wirklich alles so dermaßen abgefahren teuer wird, wo man sich einfach denkt, sag mal, hänge eigentlich nur ein Rad ab. Und da ist einfach schon mal geil, wenn man sagt, 1.000 Euro nebenbei, dann ist vielleicht nicht ganz so, ja, der Gang an der Briefkasten und die Rechnung aufmache, oh Gas oder was auch immer, dann ist man vielleicht ein bisschen gechillter. Und richtig cooler wird es hier, sagen wir mal, ab Orga-Leiter, das machst du alles nebenher, dann ja, liegst du einfach bei 2.500 Euro nebenbei. Und das ist dann schon so geil. Das ist wie so der LR-Meistertitel machen. Empfehle ich absolut. Guck mal, das ist zum Beispiel so eins von dieser Junior-Manager-Fahrzeuge. Guck mal hier, ab 180 Euro ein fast voll ausgestatteter Arteon Allrad Arteon R. 320 PS, mega, die Schluffis drauf, Winterreife dabei. Eine Anzahlung, keine Schlussrate, Leute. Das ist ganz wichtig. Und die Leasingverträge laufen ein Jahr. Ja? Warum die so extrem günstig sind, liegt tatsächlich, sind mehrere Faktoren, die dort ganz sich gegenseitig begünstigen. Das hätte niemand auf der Welt, solche Konditionen. Einer dieser Faktoren ist tatsächlich, dass es nur ein Jahresleasing sind. Das wirkt sich auf unser Konzept sehr, sehr gut aus. Das heißt, wenn du es geschafft hast und sagst, ich hätte gern so ein Auto, dann bestellst du es, dann holst du es ab. Je nachdem, welches Auto es ist, geht es halt, manche sind in 3 Monate fertig, manche buchen, ja. Guckst immer, dass du eins bestellst, wo du weißt, es ist schon 3-4 Monate da. Leute, dann fahrst du das Ding, ja, und dann gibst du es ab. Wenn schlau bist, also wenn man einmal in dem Kreislauf drin ist, dann bestellt man eh immer schon mal wieder sein Folgefahrzeug und dann fahrst du eigentlich nur noch LR-Autos. Weil es einfach mega Sinn macht. Ja? Weil so günstig kannst du nirgends Auto fahren. Du hast keine Werkstattkosten, wenn da mal irgendwas abraucht im Auto oder wie. Alles Neuwagen, Winterräder, Sommerräder, brauchst keine mehr kaufen, weil es ist eh bloß ein Jahr. Du fährst immer nagelneue Autos, die geilsten neue Autos, wo es gibt. Halt noch, denn es ist noch keiner drin gesessen in dem Auto, ja, vor dir. Das ist der Hammer. Und du kriegst es zahlt, du kriegst sogar noch einen Zuschuss, je nachdem, in welcher Stufe du bist, 55 oder 110 Euro. 55 Euro ist die erste Stufe. Da sind ganz viele dabei, die schon Autos fahren, schon mehrere. Kommen wir gleich, seht ihr. Ne? Das ist ganz aktuelles Angebot jetzt gewesen. Hey, Leute, ein Audi S5 Sportback 6-Zylinder Diesel. Hey, ich drehe durch, habe das Auto bestellt.
Der Nobby hat es bestellt. 4 oder 5 von uns haben es bestellt. Führt ab 250 Euro. Das sind 10.000 Kilometer im Jahr. Du kannst sagen, ich will auch mehr. Dann wird einfach die Leasingrate wegen höher. Aber das ist einfach, ja, das ist doch nicht mehr von dieser Welt. Oder? Also ich finde es abartig. Guckt euch mal meine Interviews. Ich habe ein Interview gemacht vor kurzem mit unserem Kollegen vom Autohaus Weber. Ist auf YouTube, wo ich den mal so interviewt habe. Hey, wie läuft es denn? Wie viele Autos haut ihr dann am Tag so raus? Sind in der Regel immer zwischen 5 und 15 Autos am Tag. Hammer, gell? Also einfach cool. Und ihr seht ein paar Gesichter dazu. Olga zum Beispiel, Thomas, Elena hat auch ein Audi S5 jetzt bestellt. Oder Yvonne, ich weiß ja, wer von euch heute dabei ist, da kann auch gerne was dazu erzählen. Der Nobby ist am Start. Guck da unten, sehen wir nochmal. Nobby, magst du ganz kurz anmachen, geschwind? Jawohl, ja. Erzähl mal, was haben wir denn vor kurzem für dich Schickes abgeholt? Ja, ich habe ein Audi S3. Schön, klein, tief, kompakt, schön sportlich, macht richtig Spaß. Cool, gell? Mhm. Da haben wir, also ich ja, mir hat jedes Mal Spaß, Audi Autos zum Abholen oder das ist ja total abartig, von der Carmen Audi TTRS für 250 Euro. Hält man fast Spucke. Ich bin schon so durcheinander, ich habe mir gerade das Mineralwasser in meine Kaffeetassen reingekippt. Macht nichts, immer den Kaffee-Flavor. Also auf jeden Fall, Leute, oder hier, guck mal hier, Karin, Matze, der Nobby, das war Tiguan, Christian hier, Kati, Typhoon Adi, was sind hier dabei? Was war hier aktuell? Hi, jetzt. Hi. Maus hat gesponnen. Aktuell haben wir den Audi Q3 jetzt noch und der Nachfolger ist auch schon bestellt, der Golf GTI Clubsport. War der ist auch cool. Ja, den hätten wir jetzt eigentlich schon im Juni gekriegt, aber durch die ganzen Hersteller, Produktionsprobleme und so weiter wird es wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr, aber egal, der Audi macht auch Spaß. Macht Spaß, heiß brutal. Auf jeden Fall. Auch der Clubsportshow abartig oder 300 PS. Ja, das total, wird ein bisschen was anderes sein, ja. Ah ja, hey cool, mega cool. Also vielen, vielen lieben Dank, Typhoon. Leute, deswegen holt euch ein Auto, es macht einfach Spaß. Wir haben ein paar neue Durchstarter, die ganz aktuell jetzt im letzten Monat, wir haben eigentlich jeden Monat neue, die es geschafft haben. Ich weiß gerade ehrlich gesagt, wer mit am Start ist heute, jetzt gerade. Falls jemand von euch mit da ist, dann darf er gerne mal sagen, der Wengerli ist, glaube ich, nicht dabei, der Daniel aus Bachheim. Daniel, super Typ, hätte Manager gemacht. Manager heißt 110 Euro Autozuschuss. Jetzt überleg mal, jetzt hast du ein Auto, sagen wir mal, was 250 Euro kostet. Bist Manager, dann bekommst du 110 Euro Zuschuss im Monat, dann zahlst du nur 140 Euro im Monat für die Auto. Das ist der Hammer, oder? Brutal, brutal. Und der größte Benefit ist ja auch, früher habe ich als mal gesagt, das Auto ist ja eigentlich geil für dich. Das Auto ist einfach zum Zeigen für die anderen. Weil du bist doch jetzt leibhaftig das Vorbild und kannst sagen, ja, das Autokonzept, das stimmt, das Auto habe ich. Meistens ist es wirklich so, ab dem Moment, wo jemand sich bei uns ein Auto holt, dann dauert es in der Regel 6, 8 Wochen, vielleicht einen Monat oder 2 Monate spätestens, dann hätte der erste Autofahrer selber im Team. Ist ja klar, vormachen, nachmachen. Kannst auch hin zu deinem Kumpel, ja geil, komm, wir drehen mal eine Runde, willst du mal testen? Ne? Wahnsinn. Du wärst auch angesprochen. Das ist echt spannend, ja. Petra, bist du heute Abend mit dabei? Ich sehe sie nicht. Petra ist, glaube ich, nicht da. Petra, hey, die haben den Junior-Teamleiter gerockt. Starter sind da sind. Leute, wisst ihr, was das heißt? Junior-Teamleiter, das sind 1.000 Euro, wenn du im Fast-Track bist. Und die zwei, Hans-Jürgen und Petra, die sind seit 3 Monaten dabei. Das ist schon mal ein Brett. Also 3 Jahre, 3 Monate. Wenn überhaupt, 2 oder 3 Monate. Gell? Wer weiß es? Also höchstens 3 Monate. Und das ist einfach cool, wenn du sowas siehst. Und ich weiß, Petra, die schafft auch ganz
Mega cool, ganz leicht, alles nur über den Gesundheitsbereich. Darmstoffwechselkur ohne Ende. Ganz einfach. Und hier, Asi, auch Breitnauerin, wie der Norbert und ich, hätte Teamleiterqualifikation, das ist nochmal eins drüber sogar. Das ist total irre. Das sind mit 16.000 Punkte im Monat. Und dort Asi ist wie lange dabei? 4 Monate vielleicht? Und alle nebenher, weißt du? Asi ist, glaube ich, nicht da heute, oder? Ist Asi da? Keine Asi heute da. Nein, der Hammer, oder? Ja, das ist total krass. Das macht Spaß. Und auch die Entwicklung schon bei der Astrid, Leute, vor 3 Monaten schon Astrid, gell, Typhoon, stimmt's? Wenn sie beim ersten Mal referieren oder Geschwätze gehört hast in der Sendung, völlig porös, völlig aufgeregt. Und heute ist sie schon voll, strahlt sie, gell? Hey, das ist ja total krass. Wo kannst du nebenberuflich 1.000 Euro verdienen, immer so geschwind? In 3-4 Monaten, weißt du? Das ist ein Hammer. Und jetzt kommen wir zu diesem ganz großen, viele Stickle, sage ich jetzt mal, zu den 2 Säulen unserer Gesundheit, unserem ganz großen Hauptthema, nämlich Darmstoffwechsel, Gesundheitskonzept. Und da, Leute, da freue ich mich jetzt echt drauf. Und ja, ich werde es mit euch mal ganz einfach formuliert rüberbringen. Ihr müsst es einfach auch den Menschen erkläre, weil sich einfach dupliziert. Ja, also ich sage immer mal, früher habe ich immer gesagt, Fachidiot schlägt Kunde tot. Es nutzt niemand was, wenn du hochkomplex alles erklärst und jeder merkt, boah, du, die hat aber Ahnung, der kennt sich aber toll aus, aber verstanden hätte man nichts groß. Ja, deswegen müsst ihr das ganz einfach erklären und das ist unser Prinzip. Guck mal, Dr. Jean-Bernard Delbé, der Mann, Lebleiter nehme, der war schon fortgeschrittenen Alters, als er bei uns angefangen hat, vor circa 20 Jahren, 18 Jahre war es. Vor 18 Jahren ist der Dr. Delvey zu uns dazugekommen. Und der war jahrelang mit mehrere Arztpraxen selbstständig. Und irgendwann hat er gesagt, ich gucke mal mich noch mehr nach Natur um. Und hat es quasi kombiniert, sein schulmedizinisches Wissen. Und irgendwann war er so weit, dass er dann seine Praxis aufgegeben hat und seitdem wirklich weltweit unterwegs war und unvorstellbar viel tolle Seminare gehalten hat. Dem guten Mann, sind wir alle, bin ich bis heute extrem dankbar. Und ich werde nie vergessen, er hat immer erzählt, 95% aller Befindlichkeitsstörungen, ich habe jetzt mal bewusst nicht das Wort Krankheit hingeschrieben, ja, 95% aller haben ihren Ursprung, die Ursache im gestörten Darm- und Stoffwechsel. Das hier ist das Hauptthema. 95%. Also müssen wir hingucken, was passiert denn hier? Warum ist denn das wirklich so ein großes Thema? Warum entstehe hier denn die ganze Geschichte? Und das sieht man mal auf dieser Übersicht. Das sind alles klassische Vertreter von Darm- und Stoffwechselerkrankungen. Ne? Ganz klassisch. Und ich beobachte selber, dass es echt krass wird, Leute, die früher waren es immer jüngere Kinder, wo Krankheiten keine. Heute sind es Babys. Ich kriege regelmäßig Anfragen. Was machen wir bei Baby? Hier mit Schuppenflechte, Baby mit Problem da. Jetzt haben wir gerade wieder uns über das schlau gemacht. Wie kann man immer ganz kleinen Kind helfen, wo riesige Probleme mit Speiseröhre und so weiter. Und da beobachtet man leider einen Trend, dass tatsächlich die Menschen immer jünger werden, ganz viele Babys schon krank auf die Welt kommen. Was alles natürlich schon mit der Schwangerschaft etc. zusammenhängt. Das ist alles das Thema hier. Und wir wollen eben gucken, dass wir nicht das hier oben, das Symptom behandeln, das, was aus dem Eisberg rausguckt, sondern die Titanic, die ist ja sozusagen untergegangen, weil sie hier unten dran gerauscht ist. Ja? Das heißt, wie so bei so einem Eisberg, müssen wir gucken, was ist denn die Ursache? Was ist denn die Ursache? Wir wollen ja nicht am Symptom rumbasteln, ja, wir wollen die Ursache angehen und das ist tatsächlich hier das Thema. Und da haben wir wieder die 5 Zacke von unserem Gesundheitsstern, Leute. Und da müsst ihr mal hingucken. Wir haben uns wirklich ganz, ganz arg Gedanken gemacht, auf was kommt es an. Das sind sie. Der erste, das spielt alles zusammen. Der erste Stern, die Zacke hier, ist der Säure-Base-Haushalt. Erkläre ich euch ganz schnell, ganz einfach. Der zweite ist das Thema Stoffwechsel. Dritte, das Thema Darmflora, Darmflora aufbaue. Da, bei den meisten ist die Darmflora schwer beschädigt. Nummer 4, Immunsystem oder aufbaue, Darmsanierung machen. Nummer 5 ist die Selbstheilungskraft aktiviere. Und das resultiert, das hier ist der wichtigste Punkt.
Selbstheilungskräfte. Wenn das hier alles, dieses Rad ins Laufen oder kommt, läuft automatisch hier der Punkt Selbstheilungskräfte. Und Leute, ich schwöre euch, das hier ist der Grund, warum wir unseren Erfahrungsberichte-Kanal, warum der überläuft, warum wir mittlerweile fast täglich Fotos, Videos kriegen, wo die Leute hier ganz begeistert ihre eigenen Berichte vorstellen können. Wir hören bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen was. Mal gucken, ich bin gespannt, es gibt bestimmt ein paar spannende Erfahrungen heute oben. Ne? Leute, Nummer 1, Säure-Base-Haushalt und Stoffwechsel. Ganz einfach erklärt. Schaut mal. Und zwar, der Körper besteht zum allergrößten Teil aus Wasser. Weiß fast jeder. Oder das Wasser mit Kaffeegeschmack ist nicht verkehrt. Also Leute, guck mal, der Körper besteht zum allergrößten Teil aus Wasser. Das wisst ihr ja, im Endeffekt schwimmt eigentlich alles. Man weiß es, 70-75% bestehen wir aus Wasser. So, dann haben wir Stoffwechsel. Was bedeutet Stoffwechsel? Ihr wisst ja, Milliarden von Zellen bestimmen sozusagen unseren Gesundheitszustand. Und damit unsere Zellen funktionieren können, die Aufgabe unserer Zelle, sie haben ein Zellkraftwerk drin, ist Energie zu produzieren. Und damit unsere Zelle Energie produzieren kann, braucht sie ganz, ganz dringend eines, nämlich Sauerstoff und Vitalstoffe. Deswegen atmen wir, deswegen essen, trinken wir. Ihr wisst, ne, Sauerstoff durch die Lunge, die Vitalstoffe über unser gesamtes sagen wir Magen-Darm und dann das ganze Blutkreislauf, Kapillarsystem, die werden immer kleiner. Und irgendwann sind die so klein, der Sauerstoff, dass die sozusagen durch die kleinste Blutleitung an die nächstgelegene Zelle noch ein Stück immer rüberschwimmen müssen. Und dieses Rüberschwimmen, diese Transitstrecke, dieses Körperwasser, das ist das, was wir unter dem Namen Bindegewebe kennen. Ja? Körperwasser, Bindegewebe. Das Kind hat viele Namen, aber ich denke, Bindegewebe ist das geläufigste. Und diese Transit ist ganz wichtig. Das heißt, Sauerstoff, Vitalstoffe schwimmt hier aus der Blutleitung, aus der Kapillare rüber. Hier habe ich den Stoffwechselprozess in den Mitochondrien, in den Zellkraftwerken. Und es entsteht immer, bei jedem Stoffwechselprozess, immer Müll. Ihr müsst euch vorstellen, wie ein Ofen, wie eine Fabrik. Wenn da was läuft, wenn was verbrennt wird, gibt es wie beim Motor Abgas. Ja? CO2 zum Beispiel. Und Stoffwechselmüll, Fett, Säure, das schwimmt, der Schrott sozusagen schwimmt wieder raus, rüber in die venöse Blutleitung und dadurch quasi wird es wieder ausgeleitet. Das ist, ganz einfach erklärt, der Stoffwechsel. Okay? Umso besser der läuft, umso gesünder sind wir. Jetzt passiert was und jetzt wird es ganz wichtig. Nummer 1, Säure-Base-Haushalt. Leute, der Säure-Base-Haushalt. Fast jeder hat schon davon gehört, viele haben schon mal in der Richtung was gemacht. Ich habe euch mal eine Übersicht gemacht. Alles, was hier drauf steht, alle Bilder, die hier abgebildet sind, sorgen indirekt oder direkt dafür, dass in unserem Körper Säuren entstehen. Das ist total interessant. Holt euch mal das Buch vom Dr. Del B. Ich empfehle euch das alle. Holt euch das. Ihr braucht es nur einmal. Holt euch das Buch. Er beschreibt sogar haargenau, welcher Einfluss welche Säure auslöst im Körper. Ja? Zum Beispiel zu viel Sport macht sozusagen Milchsäure. Das kennt ihr dann vom, wie nennt man es, Muskelkater zum Beispiel. Oder durch tierische, Fleisch, Käse. Und zu viel Stress, mega der Übersäure, Ängste, Sorge. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr uns das alles sauer macht. Kaffee, Medikamente übersäuert, Alkohol, leider übersäuert Alkohol auch, leider auch Bier. Das kennen wir dann, wenn wir zu viel genossen haben und am nächsten Tag Kopfweh haben. Das ist ganz typisch. Dann auch Weizenmehl übersäuert wie Sau, Zucker sowieso, Nikotin. Und was wir hier im Endeffekt alles haben, ist die Übersicht über unser ganz aktuelles Leben einfach. Und jeder weiß, das ist nicht weniger geworden, sondern drastisch hätte es zugenommen. Gerade die Themen hier unter Ängste und Sorge, was da so in den letzten 4, 5 Jahren da, sagen wir mal, welche Säue, welche Ängste durch, wie eine neue Sau durch den Stall drüber wäre immer. Sage jetzt mal, das ist ganz extrem, was das ausmacht, Leute. Was passiert bei uns, wenn wir zu lange übersäuert sind? Ganz einfach. Unser Körper ist wirklich ein absolutes Wunder und er hat einen Selbstschutzmechanismus. Wenn unser Körper, wenn unser Blut sauer wird, wenn das Blut an sich sauer wird, dann passiert was, nämlich Schlaganfall oder Infarkt. Das weiß der Körper, deswegen reguliert er immer
egal wie, guckt er immer, dass das Blut never ever sauer wird. Und sobald wieder Ärger, Stress, Sorge, sagen wir mal, wieder Übersäuerung am Start ist ohne Ende, dann schmeißt er die aus dem Blut raus und steckt es erstmal irgendwo auf Halde, Warteposition, egal wohin, Hauptsache nicht mehr im Blut. Und denkt sich, naja, morgen, übermorgen ist der Frank ja wieder vernünftig, da hat er keinen Stress mehr und hat wieder ganz viele basische Mineralien auf dem Teller. Das ist nämlich die Antwort gegen die Übersäuerung, da komme ich gleich dazu. Das Problem ist, die Mineralien, die basische, sind morgen, übermorgen auch auf dem Teller. Die kriegst du nämlich kaum noch in der Nahrung. Der Stress wird auch weniger. Und so bleibt quasi die Säure, die im Grundwasser geparkt wird, langfristig drin. Solange nicht nur ganz kurz aus dem Weg sein, bleibt aber langfristig drin. Und ich habe hier dieses Glas Milch mit drauf. Ihr habt vielleicht schon mal vergessen, Milch in den Kühlschrank zu stellen. Und dann wird sie, sobald sie wegen der Wärme war, wird sie sauer, wird sie fluckig und dick. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie ja, Körperwasser, was ganz sauber ist. Man weiß genau, wenn sozusagen der pH-Wert vom Meer, vom Blut und vom Fruchtwasser ist der exakt selbe pH-Wert, das ist der pH-Wert des Lebens. Und unser Körper, Grundwasser, ist eigentlich so sauber, sollte es sein, wenn wir auf die Welt kommen. So, im Laufe der Jahre wird es aber immer mehr verdreckt, immer mehr dicke Milch ist drin. Und das große Problem ist, umso mehr dicke Milch hier drin ist, umso mehr kann der Stoffwechsel nicht mehr funktionieren. Weil der Transit, es ist dick, das saubere Wasser ist dick. Und ganz viele Zellen kommen in einen Mangel, werden nicht mehr versorgt. Das heißt, die Zellen kommen in eine Unterversorgung. Das heißt, ganz viele Zellen gehen einfach kaputt. Und die andere Zelle drumherum, die wohl noch funktionieren, die produzieren ja weiterhin den CO2, weiterhin Stoffwechselmüll. Kommt aber auch nicht mehr raus, weil es natürlich auch in dieser verdickte Grundsubstanz drin hängt. Das heißt, das ist wie durch dringenden Termin in Freiburg, musst aber durch den Verkehrsstau durch, musst im Tunnel, ist schon Sperrung drin und du brauchst 2-3 Stunden dafür, weil alles dicht ist. So müsst ihr euch das vorstellen. Rush Hour in Amerika, New York. Und das ist das Problem, das ganz große Hauptthema, warum Stoffwechselunterversorgung entsteht und irgendwann betrifft es Regionen und Organe, das ist bei jedem Mensch anders und so ist im klassischen Sinn entsteht ja eine Krankheit, langfristig. So, was können wir dagegen machen? Wir entsäuern mit der richtigen Base-Mineralie-Kombination. Die Rezeptur hier übrigens hätte ein ganz bekannter Mann gemacht, der Dr. Müller-Wohlfahrt. Ich denke, ist jedem ein Begriff. Er ist sowieso der Pionier überhaupt in dem Thema Säure-Base-Haushalt, hat viele Bücher geschrieben, ist der erfolgreichste Sportmediziner der Welt. Und der hat tatsächlich uns diese Kombination, die Rezeptur zusammengestellt. Und das ist im Endeffekt nichts anderes als das, was eigentlich in unserem Gemüse und in unserem Obst noch drin sein sollte, aber leider seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr ist. Und im Endeffekt nimmst du es einfach dazu, das sind basische Mineralienkombinationen, was passiert? Du nimmst die ein und du kannst auf gut Deutsch, du kannst so viel basisches Gemüse auch gar nicht essen, wie du brauchst, um die Übersäuerung abzubauen, die zum Teil seit 5, 10, 20 Jahren im Körper drin ist. Das ist irre. Und wenn das losgeht, dann kannst du dir einfach vorstellen, das dicke Körperwasser sozusagen, die dicke Milch wird wieder flüssig und dadurch löst sich ganz, ganz viel Stoffwechselmüll, der zum Teil wirklich seit Jahrzehnten irgendwo zwischen reingepresst drin hängt im Körper, im Fasziengewebe, in die Gelenke. Leute, viele sagen, oh, ich hab Rheuma, ich habe was vom Verschaffer verschleißt. Nein, ihr habt keine Probleme mit dem Bewegungsapparat, weil es Verschlüsse ist, wie auch immer, sondern weil die Gelenke R1A Parkhaus sind für Übersäuerung, meine Lieben, für Schlacke. Das merkst du dann, wenn du anfängst zu entsäuern. Es beginnt sich der ganze Stoffwechselmüll zu lösen. Jetzt musst du nur noch eins machen. Du musst die Müllabfuhr anrufen, die den ganzen Müll mitnimmt. Und das macht hier die Aloe. Dafür ist die Aloe zuständig. Deswegen sprechen wir von Entschlacke, Entsäuern. Immer Entsäuern, Schritt 1 und Stoffwechselmüll raus transportieren, das macht die Aloe. Das ist die Hauptwirkung. Die Aloe hat ganz viele, viele tolle Vitalstoffe. Es sind über 200 wissenschaftlich nachgewiesen, wo du genau sagen kannst, das ist alles drin. Wirklich absolute Wunderpflanze, Kaiserin der Heilpflanze. Mit die Hauptwirkung liegt tatsächlich in der Ausleitung
um den ganzen Stoffwechselmittel und in der Darmsanierung. Das ist halt einfach genial, ja. Und dann kommt noch das zweite, die zweite Seite der Medaille, nämlich das Thema Darmflora und Darmsanierung. Und ihr wisst auch hier, das Problem ist, die Darmzotten, die quasi ja, aus dem Speisebrei die ganze Vital- und Nährstoffe quasi ausfiltern, die sind bei viele schon total verklebt, verschmutzt, zum Beispiel über ja, lange Jahre lang, weiß man, Milchprodukte zum Beispiel, verklebe viel Darmzotte etc., über unsere ganze Lebensweise, über Stress schädigt ganz extrem und ganz brutal hier Antibiotika. Fast jeder hat schon mal Antibiotika genommen und das Riesenproblem ist, Antibiotika ist wie so eine Bombe. Das heißt, wenn du Antibiotika quasi einnimmst, dann macht es alle Bakterien im Darm platt. Zwar die gute und die schlechte. Es gibt ja die probiotische, das sind unsere Freunde, und es gibt ja die Antibiotika. Also im Endeffekt macht quasi Antibiotika, macht auch die ganze probiotische Bakterienstämme kaputt. Und das ist ein Riesenproblem. Ihr habt schon alle mitgekriegt, dass 80% Immunsystem im Darm liegt. Man weiß mittlerweile immer mehr, was der Darm, das ist irre, Leute, beschäftigt euch mal mit dem Darm, das ist der Hammer. Man nennt es ja das zweite Gehirn. Der Darm ist zuständig, zum Beispiel für unsere Gefühlslage. Der Darm ist so viel mehr wie einfach nur Nahrungs-, also Vitalstoffe rausfiltern. Das ist der absolute Hammer. Man weiß, Hauterkrankungen, Neurodermitiker, wie auch immer, wenn die Darmsanierung machen, sind die in der kürzesten Zeit, haben die Verbesserungen da. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, dass wir unsere Darmflora, dass wir die wieder in den Griff bringen. Und das machen wir. Ne? Ihr seht hier, das ist mal so ein Querschnitt von der ganzen Darmzotte. Und das machen wir zum einen mit probiotischen Bakterienstämmen. Das ist die Pro-12-Kapseln sind es bei uns. Das Coole ist, die sind auch so mikroverkapselt, dass die auch die Magensäure überstehen und tatsächlich im Darm dann wunderbar quasi sich neu ansiedeln können. Ne? Das sind die Probio, also Pro-12 heißen die. Und das andere, das ist das Kolostrum. Das ist wirklich eine absolute Wunderwaffe. Ja? Beschäftigt euch vielleicht so ein bisschen mal mit Kolostrum. Es ist mit der wertvollste Rohstoff, den es eigentlich auf der Welt gibt. Jeder kennt es schon, sagen wir mal, jedes Säugetier, jedes Lebewesen, was schwanger ist und quasi ein Baby kriegt, produziert kurz bevor die Muttermilch einschießt, dieses Kolostrum. Und auch wirklich, Leute, hört mir zu, bevor Muttermilch einschießt, das heißt, es ist keine Milch. Ganz wichtig, es ist ein ganz besonderes Lebensmittel der eigenen Art. Das ist auch die Definition von Kolostrum. Und hey, das ist so krass. Kolostrum ist ein reines Immunsystem. Ich erkläre es euch an einem Beispiel. Jeder der Landwirtschaft, Jürgen, du kennst es vielleicht, jeder der Landwirtschaft hat, der weiß, wenn ein Kalb sozusagen auf die Welt kommt, dann muss man wirklich gucken, dass, die, dass das Kälble ganz schnell bei der Mama-Kuh sozusagen saugen kann. Wenn es das nicht kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es behindert wird oder nicht überlebt, extrem hoch. Das liegt ja daran, weil ein Kälble null Immunsystem hat als Neugeborenes. Null. Menschliche Babys, die sind überlebensfähig, die haben quasi während der Schwangerschaft über die Plazenta die quasi kriegt Immunsystem mit aufgebaut, schwach zwar, aber es ist eins da, Kälble, no, null, zero. Das heißt, es muss sozusagen erst befüllt werden, das Immunsystem komplett über dieses Kolostrum, direkt in der ersten 12 Stunden nach der Geburt. Ich würde euch jetzt nicht zu sehr mit Details voll quatschen, aber es ist wirklich krass. Ihr könnt euch also vorstellen, was da drin ist, Wachstumsfaktoren, Immunglobuline, Immunregulatoren, die reparieren zum Beispiel im Darm so unvorstellbar viel. Sie wehren Pilze, Bakterien, Keime ab ohne Ende. Es gibt so viele Studien, die sagen, hey, Kolostrum effizienter als jede, ich wiederhole, jede Grippeschutzimpfung. Weil es universell ist, ist nicht nur hilft da und da nicht, sondern es hilft generell bei aller Art von Grippe und Bakterienstämmen. Das ist total irre. Ne? Und damit reparieren und modulieren wir unser Immunsystem. Und vielleicht noch ganz kurz zum Thema Immunsystem. Es gibt ja auch Allergien oder die sogenannte Autoimmunerkrankungen. Die kommen daher, dass das Immunsystem viel zu weit oben ist. Ja, also völlig am Ziel vorbei. Allergie zum Beispiel. Und jetzt muss man nicht meinen, wenn man Kolostrum nimmt, ach du Himmelswille,
Jetzt bin ich extrem viel zu viel drüber. Ich habe ja Allergie, wie auch immer, und dann wird das vielleicht noch potenziert. Nein, Kolostrum moduliert das Immunsystem, Leute. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das heißt, Kolostrum bringt es in den optimalen Bereich. Ist dein Immunsystem viel zu sensitiv, also viel zu weit oben, viel zu viel Polizist auf der Stadtmauer, dann fährt es das runter. Ist es zu weit unten, dann fährt es hoch. Ja. Bei Kindern, Leute, wenn ihr Kinder habt, hey, holt euch, ihr müsst immer Kolostrum daheim haben. Wenn es losgeht, Schnupfen, Nase, was weiß ich, Durchfall, Magen, Darm, ihr gebt den Kindern Kolostrum. Leute, es ist nicht zu fassen, wie schnell die wieder fit sind oder gar nicht krank wären. Es ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer. Bei Kindern, bei Tieren genauso, bei Erwachsenen genauso. Also wirklich toll. Und es gibt zwei Formen. Es gibt das Flüssige und es gibt die Kapseln. Ich empfehle zu 99% immer das Flüssige. Kapseln sind zu vernachlässigen, wenn du mich fragst. Gibt so ein, zwei Bereiche. Morbus Crohn zum Beispiel, Darmentzündung chronisch. Da empfehle ich Kapseln mit in Kombination mit Flüssig. Ansonsten immer Flüssig nehmen. Schmeckt halt nach Kuh, klar. Kommt ja aus der Kuh raus. Kann jetzt nicht wie Punika schmecken oder sowas. Aber auch mit Fruchtsaft oder Vita-Aktiv oder wie auch immer geht es absolut super. Ich trinke es mittlerweile sogar auch pur. Und übrigens, kleine Kinder und Babys, die schlürfen das pur runter. Das ist der Hammer, wer Kinder hat, kleine Babys. Gebt ihr nochmal Kolostrum, die ziehe das rein. Das muss dran liegen, das ist die Ohrgeschmack halt von Stille, wie auch immer drin. Das ist der Hammer. Dann steht die Frage, wenn ich also jetzt anfange zu entschlacken, zu entgiften, zu entsäuern, wie lange geht es denn, bis ich denn in eine Wirkung komme? Oder wie lange geht es denn generell, bis der Körper einmal durchgereinigt ist? Und die Frage stelle ich so immer wegen und dann hast du alle Arten von Antworten. Aber die meisten sagen so, roundabout, ein Jahr, Dreivierteljahr. Ne? Und das ist tatsächlich ein Jahr, sagt man so im Durchschnitt, braucht der Körper, bis er so mal grundgereinigt ist. Wenn jemand, sagen wir mal, 40 Jahre lang immer Stress, immer Zigarette, immer Party, immer Alkohol, Ernährung, völlige Katastrophe, dann dauert es halt auch einfach länger. Ist klar, wenn jemand immer schon wegen Sport und immer wegen gemacht hat, dann geht es auch schneller, ja, ist wichtig. Aber im Regelfall spricht man ungefähr so von einem Jahr. Und wir haben einfach einen ganz coolen Stoffwechseltestbogen, der ist wirklich spannend. Da kann jeder mal ankreuzen, der Interesse hat, wo sind denn so bei mir in den letzten 6 Monaten Baustelle gewesen oder aktuelle Warnlichter am Leuchten. Es sind nur Warnlichter im ersten Moment, in den meisten Fällen. Und wenn man da mal so ein wenig dran schaut und den man für sich ausfüllt, dann kann man schon ganz schnell sehen, wo und welcher Spezialist am meisten Sinn macht. Also wenn ihr euch mal grundsätzlich interessiert, was zu machen, dann schreibt uns an, ihr kriegt diesen Stoffwechseltestbogen und dann können wir den gern auswerten gemeinsam. Genau, da gibt es auch eine tolle Schablone, die habe ich auch mal gemacht, da sieht man schon mal genau, ah ja, na, Beispiel, alles was da im braunen Kästle ist, Aloe Vera garantiert zu empfehlen, Beispiel jetzt hier Schuppenflechte, Neurodermitis, Hautprobleme und so weiter, plus natürlich Kolostrum oder du kannst auch wirklich sehr schön sehen. Und ganz wichtig, ihr seht, um die alle diese Krankheitsbilder ist das rosane Kästle drum. Was bedeutet das? Egal welches, Provalance immer, und Provalance ist unser Säure-Base-Regulator, ne, vom Dr. Wie heißt er? Müller-Wohlfahrt. Weil, egal wenn eine Krankheit im Körper vorhanden ist oder wenn ein gesundheitliches Problem vorhanden ist, liegt immer, immer, immer eine Übersäuerung mit vor. Das ist hochinteressant, Leute. Und zusammenfassend muss man bei uns tatsächlich nur erstmal in der Hauptsache 5 Produkte kennen. 5, mehr sind es gar nicht. Eigentlich reiche ich sogar erstmal nur 4. Weil neue Partner denken, oh je, du, so viele Produkte und ob ich das jemals irgendwie kann und wie auch immer. Ganz entspannt, im Endeffekt sind es tatsächlich erstmal nur 4. Und ich habe es euch mal hier. Nummer 1, Provalance, entsäuern. Die Aloe-Trinkgele zum Stoffwechsel aktivieren und Müll ausleiten. Da ist dann die Frage einfach, welches. Das ist, im Endeffekt sind es 3 Spezialisten. Gelenk, Immunsystem und bei Diabetiker. Dann haben wir Pro 12, Darmaufbau, Kolostrum. Das sind unsere 4 Stück Darmstoffwechsel. Dann haben wir natürlich
noch Spezialisten für Spezialthemen, aber mit dem hier alleine liegst du schon ganz weit vorne. Und wer Probleme hat mit kranker Haut oder Hautprobleme generell, also nicht nur Beauty, sondern tatsächlich auch Hautgesundheit, dem empfehle ich unser Ultraschallgerät extrem. Auch Schmerztherapie und so weiter. Das ist hochinteressant. Ne? Hier habt ihr also quasi auch nochmal unseren Gesundheitsstern. Preise, ganz hier, also ganz, ganz spannend. Guck mal, wenn jetzt zum Beispiel jemand Darmstoffwechselkur macht, ich zeige euch gleich auch mal Preise, spannend, pro Balance zum Beispiel entsorgen, Leute, da bist du bei 74 Cent am Tag. Dann nimmst du noch Aloe dabei, ne? Ihr wisst, Stoffwechsel, sagen wir mal 3,30 im Monat auf der Tag runter, 2,44 Euro, liegst du bei 3 Euro und ein paar zerquetschte Stoffwechselkur. Machst Darmkur noch dabei, nimmst noch Kolostrum dazu, nochmal 2 Euro. Und pro 12 Leute, also wirklich das komplette Programm, wo bist du am Tag bei 5, 6 Euro? Jetzt gang mal irgendwo nah, geh mal irgendwo hin und kauf dir einfach mal einen Kaffee to go geschwind an der Tankstelle oder egal wo. Du zahlst mittlerweile für einen Becher Kaffee 3 Euro und die meisten schmecken ja dann nur katastrophal. Finde ich, persönlich. Egal. Und jetzt überleg mal, wenn du 3, 4, 5 Euro am Tag für deine Gesundheit investierst, mal ein halbes Jahr lang, dann musst du mal gucken, was dann abgeht. Leute, es ist der absolute Hammer. Und deswegen haben wir ja diese 6-Monats-Konzepte und diese 6-Monats-Kur. Man kann auch Jahreskur dann machen. Und du kriegst quasi die Quartalsmenge, die man braucht, kriegst du halt einfach in einer Lieferung. Das sind insgesamt, wenn man jetzt eine 6-Monats-Kur macht, sind es sozusagen 2 Quartalslieferungen, wo du dann quasi kriegst. Beim Aloe ist jetzt zum Beispiel, kriegst einen Karton, da sind 9 Flaschen drin, eine aufmache in den Kühlschrank und die andere 8 einfach in den kühlen Raum irgendwo hinstelle, unter den Tisch oder wie auch immer und dann nach und nach einfach raushole und im zweiten Quartal quasi am selben Tag kommt dann die zweite und letzte Lieferung bei der Halbjahreskur zum Beispiel. Dann Dosierung ist auch so ein Thema, Leute, sprecht uns wirklich auch an mit dem Thema Dosierung. Da sind wir mittlerweile extrem gut informiert auch. Hat ganz arg viel auch mit Dosierung zu tun. Wichtigste Nachricht, zu viel dosieren kannst du nicht. Im Endeffekt kann nur eine Erstreaktion kommen. Das ist natürlich immer angenehm, deswegen haben wir sehr viel Erfahrung und sprecht uns an zum Thema Dosierung. Wir sagen euch genau, wie startest du ran, mit wie viel fangst du an und wie steigerst du. Ganz, ganz easy. Das sind alles Naturprodukte. So sieht's aus. Darmstoffwechselkur. Viele starten direkt mit der Darmstoffwechselkur. Da bist du bei 5,80 Euro am Tag. Guck mal, Leute, wie viel gehen selbstverständlich am Tag 7, 8 Euro für eine Schachtel Zigarette aus? Also gegen die Gesundheit 7, 8 Euro am Tag, kein Problem. Dann schwätze ich mit und dann erzählst du Darmstoffwechsel und dann werden sie erstmal 3 Wochen überlegen. Also die Relation irgendwo, ne? Gesundheit ist halt leider immer dann erst, merkt man, wie wichtig es ist, wenn es weg ist. Und ich empfehle deswegen auch nicht immer nur zu warten, bis man mal krank ist oder Symptome hat, sondern vor allen Dingen in sich zu investieren, in Gesundheit zu investieren. Das ist der Hammer. Ich war beim Spezialist und habe mal eine Darmspiegelung machen lassen vor ein paar Monaten. In Freiburg und in der Loreto-Klinik. Hey, das war der Hammer. Das sagt doch der Professor, fragt er mich, da wärst du schon abgeschossen kurz, dann machst du wieder auf in diesem Aufwachding hinterm Vorhang und sagt er, und Kutscher so, Herr Helmle, jetzt können Sie in den Besprechungsraum und dann bist du noch völlig weggeballert. Und dann sagt er, Herr Helmle, wie geht's Ihnen? Na, ich war halt ein wenig betrönt, dann sagt er, fantastisch! Sagt er, wunderbar, Herr Helmle, Ihr Darm ist auch fantastisch, hat er gesagt. Ich denke, ja, der Hammer, sagt er, ja. Keine, jetzt habe ich die ganzen Namen vergessen, auf jeden Fall halt keine. Geil, oder? Die, na, wie heißen die? Mit Stiel und ohne Stiel, helfen mir. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Polypen und so weiter. Null! Null! Im Endeffekt wie ein frischer Fahrradschluch, habe ich dann fast zu ihm gesagt. Verstehst du? Aber klar, ich trinke ja seit 20 Jahren Aloe. Ist doch einfach schön, also bin ich brutal dankbar. Und zum Thema Produkte würde ich euch mal ganz kurz mal fragen, ist jemand von euch da, der geschwind eine Produkterfahrung erzählen will? Vielleicht eine, die er schon länger gemacht hat oder eine ganz neue. Gibt es jemand von euch, der was erzählen will? Dann könnt ihr euch euer Mikro schnell anknipsen.
Traut euch, wir sind unter uns. Typhoon, du überlegst? Du suchst das Mikro, gell? Oh, erzähl mal deine Erfahrung, Typhoon. Zelle ist einfach nur krass. Erzähl sie mal. Ich war seit meinem 16. Lebensjahr geplagt von Migräne mit Aura. Und die sage ich ja schon auf die 40 zu. Also das begleitet mich schon eine gute lange Zeit oder hat mich begleitet, bis ich eben 2010, wo wir zu LR gekommen sind, alles andere nichts geholfen hat. Und das auch schlimmer wurde ist, also wenn ich einen Migräneanfall gekriegt habe, dann war das halt, dass meine linke Körperhälfte taub wurde ist, meine Hände, meine Füße, ich habe angefangen lalle, weil meine Lippe quasi taub wurde ist. Und wenn das dann so vorbei war, dann gingen die Kopfschmerzen los. Und alle möglichen Mittel, was ich genommen habe an Tablette und Zeug, hat halt nichts gebracht. Bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, das Aloe Vera Honig zu trinken damals. Und habe das dann wirklich einige Jahre getrunken, weil mir damals einige Jahre aktiv war und dann eine lange Pause gemacht habe, wo ich das nicht mehr eingenommen habe. Und wir jetzt eben letztes Jahr wieder gestartet sind und ich da aber dann sofort wieder damit begonnen habe, dann mit Pro-Balance das jetzt zu nehmen. Weil, und ein Riesenunterschied war, dass ich früher im Monat 2 bis 3 solche Migräneanfälle bekommen habe. Also da konnte ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen. Und ich musste mich in einen dunklen Raum, ruhig, dunkel, 2-3 Stunden lang plage quasi mit diesen stechenden Kopfschmerzen. Und das stand heute, nachdem ich aber so Pause gehabt habe, jahrelang. Also wenn ich 2-mal im Jahr mal so leichte Kopfschmerzen habe, dann ist es wirklich viel. Aber dieses Aura, das habe ich gar nicht mehr. Das ist eigentlich so gut wie weg. Also wenn es 1-mal vorkommt im Jahr, ist es aber auch nicht vergleichbar mit damals. Und der Migräneanfall an sich ist eigentlich auch nur so mit leichten Kopfschmerzen, sage ich jetzt mal, vergleichbar. Also das ist ein Riesenunterschied. Deswegen schwöre ich da drauf. Jedes Mal, wenn du es erzählst, ist der Hammer. Ja. Ist ja Lebensqualität ohne Ende. Also auf jeden Fall, ja. Migräne, Hammer. Vielen, vielen Dank, du, echt. Gerne. Sonst jemand von euch Erfahrung, was Neues vielleicht? Oder aktuell? Ja, oder jemand Neues? Ist immer spannend. Traut euch. Sonst können wir gerne nachher noch mal was dazu sagen. Oder checkt mal unsere Erfahrungsbericht-Videos auf dem Telegram-Kanal. Vielleicht eine noch, komm, irgendjemand hat was? Ich kann auch noch kurz was erzählen. Da kenne ich doch die Stimme. Karin, oder? Genau. Salle, Karin. Bringst du gleich ins Bett, oder? Nee, der schläft Gott sei Dank schon. Erzähl, Karin. Ich hatte Karpaltunnelsyndrom in beide Hände. Es hieß, also ich habe dann so, also ich war bei so einem Spezialarzt gedöns, weil mir halt immer die Hände eingeschlafen sind. Und dann habe ich auch so ein, ja, wie nennt man das, so eine Bandage eben gekriegt. Da hieß es halt Hände ruhig stellen oder OP. War halt beides zu dem Zeitpunkt auch gar nicht möglich, weil unser Kleiner war da ja ein paar Monate alt. Und dann habe ich auch Darmstoffwechselkur gemacht und innerhalb kürzester Zeit war das weg. Meine Hände sind nicht mehr eingeschlafen und alles war wieder in Ordnung. Und Und aktuell habe ich jetzt auch durch die Schwangerschaft wieder oder ja öfters mal mit Sodbrennen zu kämpfen. Und sobald ich dann die Probalost einschmeiße, ist wirklich 10 Minuten, Viertelstunde später, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Und merkt man halt, dass durch die Übersäuerung das auch wieder ratzifatzi einfach weggeht. Krass, genau. Karin. Super, vielen, vielen Dank dir. Ist ja so, dass ja auch sozusagen, weil da natürlich die Menstruation fällt in der Schwangerschaft, ist ein Entsäuerungsprozess bei der Frau, die Entsäuerung extremer neue Periode und Zell fällt halt weg. Deswegen merkst du es jetzt tatsächlich mit sowas zum Beispiel wie Sodbrennen. Ja, also in meiner ersten Schwangerschaft war das ganz extrem. Also ich musste da ständig, kannte ich noch keinen LR und da habe ich ständig so Säureblocker zu mir nehmen müssen, so ein widerliches Zeug aus der Apotheke. Und es hat nur bedingt immer geholfen. Und wenn ich jetzt da die basische Mineralie
das Probalos regelmäßig nehme, dann ist das wirklich deutlich besser und wirklich eine riesige Erleichterung, einfach auch gerade nachts oder abends, wenn man dann liegt, dann war es immer ganz schlimm und ja, dadurch ist es einfach erträglich, beziehungsweise ja, gar nicht vorhanden in dem Sinn. Karin, und ich werde es nicht vergessen, wie ich bei dir gesessen bin und mir da geschwätzt habe, du probierst es aus sozusagen. Und dann, das war ja keine zwei Wochen später, wo ich bei dir wieder gesessen bin, wo du erzählt hast, dass dein Karpaltunnelsyndrom weg ist. Ja, also das ging wirklich recht vergessen. Schnell. Und bei Matthias ja auch, der hat ja Knorpelschade im Knie. Vierten Grades und er hat ja immer Schmerzen gehabt beim Treppelaufen oder beim, wenn er in die Knie runter ist und jetzt gerade unseren Kleinen dann hochgehoben hat und so und der hat ja auch Stoffwechselkur gemacht mit dem Freedom eben und hat dadurch jetzt auch gar keine Schmerzen mehr oder gar keine Probleme mehr. Ja, voll geil, vor allen Dingen ist auch da wieder interessant, weil du durch Darmstoffwechsel sozusagen die ganze Schlacke, der ganze Müll kommt raus, aus den Gelenken kommt er raus. Es gibt endlich Platz und Luft und durch beispielsweise das Freedom, wo wir noch haben, sind ja Gelenkaufbaustoffe mit drin und die kommen jetzt endlich dort an, wo sie braucht, wäre nämlich am Gelenk und dadurch baut sich die Gelenkschmiere auf, die zum Teil seit Jahrzehnten weg ist. Karin, wenn ich dich gerade noch in der Leitung habe, eins nur zum Schluss geschwind. Du bist schon so mittlerweile, so ich habe zu dir, glaube ich, auch gesagt, wenn ich echt einen Spezialfall habe und jemanden hinschicke, müsst ihr aus unserem Team, ich würde mittlerweile Karin hinschicken, weil du bist einfach so geil im Thema, Lecco Mio. Und ihr macht auch tatsächlich viel mit kleinen Kindern gerade, mit Babys, gell? Doch. Ja, ja. Okay. Also Kinder, ja, hat jetzt erst diese Woche auch einen Termin eben mit einem verzweifelten Ehepaar, wo seit 4 Jahren schon Probleme haben mit ihrem Sohn, also der ist jetzt 5 und wo da eben mit, der hat entzündete Speiseröhre und kein Arzt kann irgendwie weiterhelfen und lauter so Geschichte, also ja. Und Hauterkrankung auch, war schon, gell, so Richtung Neurodermitis, ja, das war eine gute Freundin von mir, der ihren Kleinen schon am gleichen Tag auf die Welt komme wie unserer und der kam eben mit, oder ja, hat von Geburt an Neurodermitis, Hautprobleme gehabt. Wo dann auch durch die äußerliche Behandlung allein schon mit der SOS-Box besser wurde und ja. Ja, Hammer. Geschichte. Boah, vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Karin. Ja, mein Lieben, also das ist eigentlich, ich kriege immer Gänsehaut ohne Witz. Also das ist für mich immer so das riese Benefit, wenn ich solche Erfahrungsberichte kriege, dann weiß ich, boah, ey, du bist am richtigen Platz, ohne Witz. Das ist so genial. Was ich euch nur sagen wollte, gerade natürlich auch immer die Brücke natürlich zum Schlagen zum anderen Thema, aber wenn man so ein bisschen so Crossover-Zeitraffering macht, dann sprechen wir natürlich zum Schluss auch nochmal hier drüber. Ja, lohnt es sich denn tatsächlich auch, ja, nicht nur für den Eigenbedarf, sondern einfach auch wegen mir zu machen, die Empfehlungen? Meistens empfiehlt es ja automatisch so oder so. Der Norbert erklärt es ja immer so cool, ja, Bands, Lieblingsbands, Wirtschaft, Werkstatt, was auch immer, wenn du begeistert bist, quatschst du ja eh immer davon, dann ja, ist doch auch mal schön, sowas auch mal zu forcieren. Und guck mal, man kann jederzeit entscheiden, habe ich schon erzählt, ob ich jetzt Geschäft oder nur Kunde sein möchte, jederzeit. Ich empfehle es, Minimum bis zum Orgelleiter aufzubauen. Orgelleiter ist absolut absolut krass, weil du hier dein ganzes Einkommen vererben kannst und vererbt wird automatisch an deine Kinder. Wenn du keine Kinder hast, an Frau oder wer auch immer, wen du willst, Tierheim, whatever. Auf jeden Fall, das, was du aufgebaut hast, das wird direkt bei LR hinterlegt. Du kriegst einen Orgelader-Vertrag, da steht also drin, aha, wenn ich dann immer da bin, dann kriegt quasi Ehepartner als erstes dann quasi das ganze Einkommen ausbezahlt, das ganze passive Einkommen ausbezahlt. Das ist der absolute Hammer. Das heißt, ihr baut für eure Kinder jetzt schon was auf, was bleibt, wenn ihr nicht mehr da seid. Und dann das ist was, was mich so tief motiviert, so richtig tief motiviert, was aufzubauen mit meiner endlichen Lebenszeit hier auf der Erde, was bleibt, wenn ich nicht mehr da bin. Und das ist einfach, ich kenne nirgendwo sowas gibt einfach. Und guck mal, das haben wir ja erklärt. Das sind zum Beispiel die ersten 3 Stufen. Dann habe ich hier mal, na, es hängt
Ach, nichts, das ist jetzt mal so aktuell am 8.3. Das war jetzt bei mir so knapp Bonus 7.000 Euro im Monat. Und man muss einfach wissen, ich habe aktuell fürs LR-Geschäft, sagen wir mal, roundabout 2 Stunden kumuliert. Man kann es schlecht sagen, manchmal sind es 3 Stunden, manchmal ist es bloß eine Stunde, manchmal ist es weniger. Und dieses Einkommen ist einfach, bin ich brutal dankbar. Und wir fangen jetzt erst an. Also wir fangen garantiert jetzt erst an. Deswegen, das ist alles, es sind so viele Leute, so viel schneller mittlerweile über die neue Medien. Ich bin ja selber erst mit Social Media, habe ja schon angefangen vor 2, 3 Jahren. Ich wusste ja gar nichts. Und für mich war das ja immer völlig. Ja, und das sind Leute, die sind Starter über Social Media und sind innerhalb von 3 Monaten Orgaleiter, 2 Monate und so weiter. Also ja, es sind so viele Möglichkeiten. Andere sagen, ja, ich will mit Social Media gar nichts, ich möchte nur offline. Funktioniert genauso. Ihr könnt euch verwirklichen, Leute. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist euer Baby, es ist euer Geschäft. Ihr könnt und ihr müsst authentisch bleiben. Und das ist für mich was ich so brutal geil finde. Ich verbiege mich nicht. Ich ziehe mir Ding durch, wie ich bin. Mach das Ding, wie du bist. Und du wirst Menschen finden, die dich mögen, weil du genau so bist. Und andere werden sagen, aber du wirst die Leute finden, die dich einfach mögen, weil du so bist, wie du bist. Und mit denen baust du das Ding auf. Und das ist das ist für mich der größte Mehrwert, die Unabhängigkeit, dass es mir wirklich scheißegal sein kann, was andere Leute über mich denken, weil ich einfach Bock drauf habe, ich selbst zu sein, in aller Konsequenzen. Und das macht einfach Spaß. Das empfehle ich euch. Die Leiter ist ewig lang, die man bei LR hochklettern kann. Das ist einfach, ja, da könnt ihr ja, erfolgreich wäre ohne Ende. Patrick König, der Michael vermittelt hat, gute Kollege von mir, hat jetzt ganz aktuell seinen 2-Sterne-Präsident durchqualifiziert letzten Monat. Wir sind alle beim Patrick im Team. Der ist seit fast 30 Jahren dabei, weil er Industriemechaniker, Handwerker, super Typ, bodenständig, müsst ihr mal kennenlernen. Einfach irre. Klar, wenn jemand seit 27 Jahren dabei ist und er ist halt auch sehr on fire immer, gell? Leute, ich will euch gerade erzählen, was der Patrick im Monat verdient, weil viele sagen, aber er ist halt schon lange dabei. Und der sitzt in der Flieger, macht Seminare, fliegt nach Russland, ist dort auf Tour. Völlig arg fressig, 30 Jahre. Hammermäßig. Mein Respekt für den Patrick, mir wäre es zu stressig. Aber ich gönne ihm das von Herzen, das ist der Hammer. Ne? Also, ja, egal. Und dann, Lucky 7, nur angetriggert, jeder, der startet heute oder der schon dabei ist, wenn du bei LR startest und zum Beispiel mit Darmstoffwechsel startest und innerhalb deiner ersten 7 Monate, wo du bei LR bist, 3 Monate, 7 Partner einfach vermittelst, kriegst du sogar, das ist ganz neu, kriegst du sogar 500 Euro zurück, bei 5 sind es 250 Euro in 3 Monaten. Jetzt überlegen, man kann sich ja vorstellen, 5 Leute, die Probleme haben, gesundheitlich mal offen sind. Vor allen Dingen, wenn du selber tolle Erfahrungen schon hast. Da haben wir ganz neu. Das heißt, das sind deine ganzen Produkte, die du selber, deine ersten Produkte sind alle bezahlt dann selber schon oder refinanziert. Das heißt Lucky 7. Okay. Wir haben ganz tolle Telegram-Kanäle. Schnuppert doch da mal rein. Gerade der Erfahrungsberichte-Kanal ist großartig. Der Produktinfokanal, da kannst du echt auch mal Fragen reinstellen. Hey du, ich habe Sonderfall, was kann ich hier nehmen bei dem Krankheitsbild oder Dosierung oder. Es sind über 3000 Leute in der Gruppe, es sind viele drin, die sich extrem auskennen. Du hast in der Regel in ein paar Minuten sofort eine Antwort. Sowas gibt es woanders übrigens auch. Das haben wir alles ja, zu verdanken, weil wir halt so toll im Team gemeinsam schaffen. Arling, die Wollmilchsau, ich habe sie nochmal mit drauf, wollte ich euch einfach nochmal zum Schluss zeigen, weil es halt wirklich für viele Sachen eine tolle Lösung ist. Und ich bin seit Jahren ein riesen Fan von dem Zitat, von dem guten Mann hier, vom Zig Ziglar. Das muss man sich echt mal einfach mal ganz kurz auf die Zunge zergehen lassen. Du kannst alles im Leben haben, wenn du genügend anderen hilfst, das zu bekommen, was sie wollen. Und das ist für mich immer wieder das Ding für mich. Das ist ja das Geniale dabei. Und die Frage ist einfach nur, was will der andere haben? Ist es Gesundheit oder ist es was anderes? Schwätz doch einfach mit ihm und find's raus und ja, mach einfach dein Ding. In diesem Falle, wir sind durch.
ich habe fertig. Ich darf euch ganz herzlich bedanken für eure Zeit, dass ihr heute Abend ja es ausgehalten habt mit uns und alle dabei wart. Viele liebe Grüße auch Karin nochmal oder an alle, die heute wirklich auch Erfahrungen Taifun mit uns geteilt haben. Einfach schön und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.